ist nicht einfach ein König wie alle anderen. Er ist ein, um es mit dem Evangelium zu sagen, ein Doch-König, ein Dennoch-König. Es gehörte früher zur Sterbeliturgie, wir haben gestern ein Seminar dazu gehabt, deshalb ist das noch so frisch, dass man dem Sterbenden die Passion vorgelesen hat, die Leidensgeschichte Christi, mit der Verhandlung hier, aus der wir eben ein Stück hörten, vor Pilatus. Der Sterbende weiß also, mit welchem König er es zu tun bekommt. Denn dieser König, den wir anrufen als den übergewaltigen König, den König des Himmels, den König der Herrlichkeit, steht hier als Angeklagter vor einem Gericht. Eines Morgens wird er dem römischen Statthalter wie Strandgut ins Tor gestellt. Und so wird er auch behandelt, dieser dennoch König. Wir hören am ganzen Dialog, es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, den wir als Evangelium hörten, Pilatus, dieser Militärbeamte, weiß mit diesem Typen nichts anzufangen. Der will ihn einfach nur loswerden. Pilatus stellt die Fragen, klar, es ist ein Verhör. Jesus antwortet, aber wenn wir uns in diesen Dialog hineindenken und hineinfühlen, merken wir doch, Christus antwortet wie ein Lehrer und Pilatus hüpft um ihn herum wie ein aufgeregter Schüler, der nicht mal einen noch ausweist. Die ganze Situation ist ihm lästig. Dieser Mensch gibt Antworten. Was soll man damit tun mit solchen Antworten? Das Einzige, was Pilatus versteht, er ist ein Militär, ist die Sprache des Militärs. Da wird einer angeklagt, er sei König. Er sagt von sich selber, er sei ein König. Wo sind die Truppen? Wo ist die Macht? Die greifbare Macht. Das, was man sehen kann, was die anderen zu spüren bekommen. Über anderes brauchen wir nicht zu reden, das ist Fantasterei. Die gibt es bei diesem dennoch König nicht. Alles das, was hier bei uns als Machterweis gilt, hat dieser König nicht. Mein Königtum ist von einer anderen Art. Und wenn wir jetzt denken, das ist doch klar, wir sollten uns nicht zu schnell auf die Seite dieses Dennoch-Königs stellen, denn uns allen ist plausibel die Denkart des Pilatus. Wir denken alle bis heute politisch pilatisch. Wir denken wie Pilatus. Da muss man es doch mal zeigen. Man muss doch sich durchsetzen. Man muss zeigen, wer der Stärkere ist. Und wir haben auch die Mittel dazu. Jeden Tag werden wir von solchen pilatischen Nachrichten überschwemmt, von dieser Denkweise. Aber es sollte nicht unsere sein. Der Beter der Totensequenz hat mehr kapiert als wir. Es ist schade, dass wir ihm nicht mehr nachbeten. Wir könnten einiges lernen. Wir könnten nämlich lernen, dass dieser König eben auf seine Machtdemonstration verzichtet, dass es nicht die normalen Machterweise sind, wie man uns normalerweise Mores lehrt. Dieser König, der Übergewaltige, der dort angerufen wird in der Sequenz, und wir werden alle in der Situation sein, ihn anzurufen, ist zugleich der Heiland. Rette mich, ist das nächste Wort. Weil du als Einzige die Macht hast zu retten. Die Macht, die du wirklich hast und die du ausübst, ist die Macht zu heilen. Die Macht zu retten. Die Macht, Schuld nachzulassen und zu vergeben. Aus lauter Liebe und Großmut. Das ist der König, den wir anrufen, liebe Schwestern und Brüder. Und es ist der einzig wahre König. Er sagt es von sich selber hier. Ich bin gekommen, ich bin dazu geboren, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Was ist diese Wahrheit? Pilatus wird sich abwenden von dieser Wahrheit. Er kann damit nichts anfangen. Und man kann es ihm kaum verdenken, denn er stellt anschließend die falsche Frage. Was ist Wahrheit? Darüber könnten wir einen langen Diskurs führen. Aber die Frage ist falsch gestellt.
Er hat es nicht verstanden, denn Pilatus wendet sich ab und wird den, der die Wahrheit ist, kreuzigen. Und das ist kein Einzelfall bei Pilatus. Auch wir tun das oft. Vom Militär, von der Politik gibt es keine Wahrheit. Das ist im Bereich der Halbwahrheiten. Man könnte jetzt fast den Innenminister zitieren. Die Wahrheit würde die Bevölkerung beunruhigen. Ist so ein Satz. Wir wissen vieles nicht. Und es ist nicht nur der Innenminister, der uns etwas vielleicht vorenthält. Andere belügen uns geradezu direkt. Geschönte Berichte, heute Morgen eine neue Überschrift. Alles ist geschönt. Unser ganzes Leben ist geschönt und halb verlogen. Was ist Wahrheit? Ist falsch gefragt. Wer ist Wahrheit? Das hat Pilatus noch nie gehört. Dass man nicht aufgrund von Fragen dahinter kommt, was nun wahr und was falsch ist und man dann die Argumente abwägt, sondern dass Wahrheit eine Person ist. Das ist das Kennzeichen dieses neuen Königs, der selber die Wahrheit ist. Und unser Leben wird wahr, wenn wir auf ihn schauen, ihn anrufen als den übergewaltigen König und uns ihm anvertrauen, mit allem. Wenn wir uns in sein Licht stellen, wenn wir uns ihm zugehörig wissen und wenn man das auch sehen kann. Wenn wir unsere Identität und Existenz danach bestimmen, wer wir sind als Christen, weil wir zu Christus gehören. Er hat uns, wir haben das eben in der Lesung gehört, er hat uns zu Königen gemacht. Ja, aber nicht zu denen, die man hierzulande kennt und die heutzutage vielleicht noch ins Museum gehören oder museal leben. Nein, wir sind zu Königen geworden dadurch, dass wir diesem Christuskönig angehören. Er zeigt uns hier in diesem kleinen Ausschnitt aus dem Prozess vor Pilatus, was die ganze Wahrheit ist. Pilatus wendet sich von ihm, der die Wahrheit ist, ab und lässt ihn kreuzigen, wie wir es oft genug tun, im Kleinen wie im Großen, im persönlichen wie im gesellschaftlichen Bereich. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass die Wahrheit nach der Kreuzigung am dritten Tag aufersteht und dass ihm alle Herrschaft gebührt und dass er am Ende das Sagen haben wird, als der König, der Übergewaltige, der Heiland, der alles und alle retten will.